Willkommen zurück zu Baba Is You! Wir sind hier in der Herbstwelt, Welt 4. Und wir machen direkt weiter mit der große Strom. Okay, komischer Name, aber na gut, lass mal sehen, was wir hier haben. Keke ist Keke. Okay, können wir nicht verändern. Keke ist Move. Das heißt, wir sind Baba und Keke bewegt sich immer nach oben und unten. Okay. Ki ist Pull. Das heißt was? Ach! Moment. Das heißt, wenn ich neben dem Ki stehe, kann ich ihn ziehen. Oh, das ist interessant, das haben wir auch noch nicht. Box is shut. Box has flag und is win. Ki is open. Also wir brauchen den Ki, damit wir die Truhe, die Kiste links aufmachen können und dann gewinnen können. Baba is you, water stop, water is defeat. Genau, so der Standardmüll halt. Okay, wie kriegen wir das hin? Wir können ihn ja nicht pushen, wir können nur pullen. Das ist halt so ein Problem. Wir können aber hier runter und Key is Pull ausmachen. Aber würde das helfen? Ist die Frage. Ist die Box eigentlich Push? Ne, die Box ist nicht Push. Keke ist Move. Hallo, du bist Keke? Hallöchen. Okay, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das mache. Ich kann das hier auf jeden Fall entfernen mit Keke. Dass er zum Beispiel nicht mehr Move ist. Aber helfen tut das nicht. Ich kann machen, Keke ist Key. Ah, nee, kann ich nicht, weil Keke ist Keke. Ah, steht ja da oben. Das geht nicht. Also ich muss auf jeden Fall den Key dort rechts irgendwie rüberbringen. Nur, wie ist die Frage? Okay, dann mache ich das mal so. Ups. Ich versuche den mal hier mit runterzuschieben. Nimm den hier so mit. Ja, okay, das ist doof. Ja, jetzt bin ich stuck. Jetzt bin ich doch stuck und, aber ich dachte schon irgendwie, das wäre so richtig. Aber irgendwie scheint es ja nicht zu funktionieren, wenn ich das so mache. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Das ist das Einzige, was wir machen können hier mit den Dingern. Ich kann Keke ist Pull machen. Theoretisch, ja. Aber helfen würde ist halt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Was könnte ich noch machen? Die Box, ne, wie gesagt, die ist halt shut, hat keine Collision, nichts. Ich könnte Key ist... Nee, geht nicht. Weil Move ist hier stuck. Und Key ist ja auch stuck. Das heißt, Key und Move werden da bleiben. Ich kann nur Pull, Is und Keke verändern. Also theoretisch machen Keke ist Pull. Ne? Aber ich glaube, das hilft mir nicht. Oder? Keke, wie hilfst du mir? Inwiefern kannst du mir helfen? So. Und dann wieder zurückschieben. Keke ist Move. Und dann ist Pull. Ja? Ja! Danke! Vielen Dank, Kumpel. Den nehme ich jetzt mal an mich, ja? Danke. Ja, super, hat funktioniert. Ich muss jetzt nur ihn stoppen. Bam! Geschafft! Okay. War doch einfacher, als ich dachte. Alright. Als nächstes... Felsiger Pfad. Oh, wenn hier ganz viele Felsen auf uns lauern. Ja. Yeah. Baba is you. Rock is boom, tot. Flag is win. Love is hot. Das heißt, ich sterbe. Nicht? Wieso nicht? Water is melt and defeat. Wall is stop. Love is melt is push. Ach so, weil es push ist. Aber wenn es nicht mehr push wäre, dann... Ach so, love is telle. Ich habe melt gelesen. Nee, ist telle. Hä, aber heißt das dann nicht, dass wir... Das sowas ähnliches machen müssen wie in dem ersten Level?
Was? Aha. Das killt mich? Hm? Ich bin gerade etwas verwirrt. Moment. Wieso? Hä? Ah, warte. Erstmal Push machen, damit die Steine nicht die ganze Zeit mitgeschleudert werden. Nee. So, jedes Mal das gleiche? Nee, nicht ganz. Jetzt haben wir halt das gleiche wie vorhin, ne? Also ich glaube mal, mein Ziel ist es, das gleiche zu tun, was wir auch schon im ersten Level dieser Welt machen mussten. Und zwar das Herz auf das Wasser legen, damit sich das Wasser wegteleportiert und wir dann drüber können. Problem ist nur, wenn ich jetzt hier Push ausmache und hier reingehe, ich kann das dann nicht mehr pushen. Ich kann? Ja toll, ich kann das Push hier reinkriegen, aber es würde mir halt überhaupt nicht helfen. Ne? Es hilft halt jetzt nicht. So, was soll das da? Bringt nichts. Okay, Moment, vielleicht ist das ja doch möglich, doch machbar. Eventuell muss ich es halt nur ein bisschen umstrukturieren. Bedeutet, ich mach das maybe so. Nee, warte. Jetzt krieg ich dich mal raus. Ich mach das maybe so. Es ist aber Instant Push. Das muss ich kurz ausmachen, dass es nicht sofort Push ist. So. Und dann nochmal das zurücksetzen. Dann ist er immer noch Tele. Oder war das richtig? Das sah falsch aus, aber maybe ist das sogar richtig. Moment. Aber Moment mal. Water is melt und Love is hot. Das bedeutet, selbst wenn ich es hinkriegen würde, würde es doch schmelzen, ne? Sowas könnte man vielleicht machen, dass es ständig was anderes ist. Ist das, ist das, ist das. Das könnte funktionieren, maybe. Aha. Love is push. Fast. Ich glaube, ich bin da etwas dran. So. Ja. 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 Let's go! Ich saß hier viel zu lange dran. Auch gar nicht mehr so schwer. Telefon! Kann mal jemand dran gehen, bitte? Ich glaube, irgendwer hat nicht abonniert. Tree is stop. Text ist float. Keys open, doors shut and stop. So der typische. Wir haben zwei Babas? Baba is you, also ich steuere zwei Babas. Ice is Telle kann ich machen. Okay, aber. Aha. Hier ist Push. Okay, also wir wollen die Tür öffnen, um zu gewinnen. Nee, Moment. An die Sachen unten links komme ich doch dran. Flag is win, das bleibt so. Wall is stop, das bleibt so. Ich kann das hier machen. Eis ist Telle. Dann ist er hier draußen. Jetzt muss ich nur aufpassen, wie ich steuere. Key is push. Problem ist, tree is stop. Das heißt, so kriegen wir den da nicht rein. Wir müssen was anderes machen. Was können wir denn auf der linken Seite machen? Wir können nach dem Open... Nee. Nee, eigentlich können wir gar nichts machen. Das Key ist Push. Doch, warte, wir können die Wörter Key ist Push... Ah, nee, Tree Stop. Die können wir da nicht reinschieben. Ah, warte, wenn das doch Tele ist... Flag ist... Key könnte man machen. Oder Key is Wall. Hä? Hä? Ups. Hä, aber das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Warum? Hä? Ach so, Text is Float.
Das ist es. Ah, weil Text floated. Okay, Text kann ich nicht teleportieren. Das funktioniert nicht. Das ist echt schwierig. Dann habe ich ja basically nur diesen Key. Mehr habe ich ja nicht. Baba ist Eis. Nee, Moment. Eis ist you. Ah, das geht nicht. Das haben die extra da oben hingepackt, damit es nicht geht. Dennoch kann ich Baba ist Telle machen. Erstmal muss das Eis weg. So. Baba ist Telle. Ja, ich kann jetzt den Dings, den Key, kann ich jetzt hier rein teleportieren lassen, indem ich den hier mache. Und dann mache ich jetzt wieder Telle aus. Und jetzt habe ich fast geschafft. Ich darf den Key da oben nicht lassen. Aber ansonsten hätte ich es jetzt gehabt. Ich muss nur ein bisschen klüger angehen. Okay. Jetzt alles hier in der Mitte freiräumen und wir sind durch. Right? Achso, Keys Push muss ich wieder anmachen. Stimmt. Da ist was. Da war ja was. Oh. Geht das so? Nee, noch nicht ganz. Moment. Key ist Push. Und jetzt haben wir's. Bam! Die Level sind auf jeden Fall besser als in der letzten Welt. Definitiv. Und wow, da kommen aber noch einige Level hinzu. Plus diese toten Bäume und die Äpfel haben wir noch gar nicht gesehen. Spuk! Ha! Boah, muss mich jetzt aber nicht erschrecken, du. Kommen wieder Geister in den Level vor. Wir hatten ja schon mal ein Level mit Geistern. Yep. Okay. Foliage. Stop, also wahrscheinlich ja diese Blätter hier. Diese Blätter. Leaf ist dann so ein einzelnes Blatt. Ist Defeat. Das heißt, das goldene Blatt ist Defeat. Ghost ist Hill und Baba ist You. Und Love könnte Win sein oder sowas. Push. Okay, die teleportieren uns, aber halt. Was ist, wenn wir daraus Push machen? Ghost ist Push. Dann könnten wir doch einen Geist hier rausschubsen. Geht das? Und dann Telle und dann. Ah, die teleportieren. Oh, das ist auch nicht schlecht. Moment. So. Stopp. Jetzt. Noch einmal. Moment. Einmal noch zurück. Jetzt stopp. Jetzt schubsen und ich bin durch. Warte, was ist eigentlich Win? Love is Win. Nee, ist es nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt durch. Ja, nee, wäre zu schön gewesen. Was muss ich denn machen? Ich muss auf jeden Fall. Also, mein Plan wäre jetzt hier ein Is hinzubringen. Nur von wo kriege ich das Is? Nee, jetzt mal. Ohne Witz. Ah, wahrscheinlich muss ich den Text teleportieren durch die Geister. Aber ein Geist ist dort leider gefangen. Und selbst wenn ich Tele jetzt mache. Moment. So. Ich glaube, selbst das würde mir jetzt leider nicht mehr helfen. Trotzdem probier es mal. Kann ich nicht da oben das ist rausnehmen? Das geht nicht. Der lässt das nicht teleportieren. Ich brauche ein Is. Ich brauche ein Is. Und da oben ist das Einzige, woran ich dran könnte. Bei Baba is you krieg ich da nicht weg. Vielleicht muss ich mich ja irgendwie hier wieder reinglitschen, dass ich in dem Is stehe und dann rausgehen kann. Oder irgendwie sowas? Wenn ich das so zusammenstelle, das Ganze. Und ich dann mache, Baba ist Push.
Erstmal pushe ich ihn da raus. So. Baba könnte doch dann das machen, was die Geister erledigen sollten. Nein? Ich bin einfach überfragt, was ich hier tun soll. Wie gesagt, ich brauche ein Is. Jetzt habe ich halt gerade gedacht, vielleicht muss ich ein Is wegteleportieren, aber das funktioniert irgendwie nicht so. Oder vielleicht kann ich mich da reinglitschen und das dann rausschieben, aber irgendwie will das einfach nicht funktionieren. Ich gebe auf. Ich habe keine Ahnung, wie man das ist bekommt. Also ich denke, das ist schon richtig, was ich am Anfang getan habe, als mein erster Run, sag ich mal, ne, dass ich die ganze Zeit hin und her teleportiert habe, damit ich zum Herz rausgelange. Aber ich glaube, das ist das, was man am Ende tun soll, nachdem man Love is Win zusammengefügt hat. Oder vielleicht kann man auch einfach rausgehen, weil man das ist aus dem Leaf rausgenommen hat. Aber auf jeden Fall, da schaue ich nach. Ja, mir fehlt hier einfach irgendwie ein bisschen mehr Blöcke oder generell irgendwas. Ich habe überhaupt keinen Leitfaden. Ich weiß nicht. Okay, ich bin sprachlos. Ich sag dazu einfach nichts. Ihr werdet es einfach sehen. Ich bin einfach sprachlos. Das war's. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Machen wir einfach. Nächstes Level weiter. Kisten. Stapel. Es werden ganz viele Kisten gestapelt. Wow. Baba is you. Hedge is stop. Flag is melt. Das heißt, da sterben wir. Oh, oder auch nicht. Hä? Warte mal. Zurück. Box is pull. Aha. Water is Brick is hot. Flag is defeat is win and pull. Wenn wir den hier machen, ist kaputt. Weil Brick. Nee, weil. Achso, das Ding ist auf dem Wasser. Wenn wir jetzt den hier machen, verbrennt es. Dann wäre meine Idee. Oh, Brick ist mit der Hintergrund mit gemeint. Der ist auch hot. Also alles hier drumherum ist hot. Alles ist hier hot. Vielleicht können uns die Boxen irgendwie helfen. Die sind Pull. Moment. Ja. Ah, nee. Moment. Moment, ich kann das Ant hier bewegen. Was bedeutet, dass es immer noch nicht hilft. Also es sieht mir hier nach einem Level aus, was eine sehr leichte Lösung hat, was super schnell geht. Aber frag mich nicht wie. Puh. Boah, das ist echt nichts meins. Oh, das Spiel ist echt richtig schwer, ne? Ich frag mich halt, was haben die Boxen hier zu suchen? Warum sind die überhaupt hier? Ich meine, helfen sie mir in irgendeiner Art und Weise? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, die sollen mir helfen, nur tun sie es halt nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft, wenn ich hier. Nee, das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja Pull. Das geht ja mal im Hintern fest. Ah! Mann! Also ich denke mal, was ich tun soll, ist die Flagge irgendwie rausschieben, ohne dass sie meldet. Damit ich dann den hier machen kann und ich habe gewonnen.
Nee, warte, aber dann ist doch Brick Defeat. Ich dachte die ganze Zeit, vielleicht muss ich was mit dem And machen. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, das And zu verschieben. Ich weiß auch gar nicht, warum das überhaupt funktioniert. Es bringt halt nichts. Eigentlich hätte man daneben auch nochmal was hinpacken können. Also einbauen können, weil es bringt halt nichts. Ah! Endless! Es hört nie auf! Dammit! Ah! I am in agony, please help! Komm verdammten Spiel! Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Diese Pull-Mechanik macht mich noch verrückt. Und das meine ich ernst. Das macht mich noch verrückt. Aber ich probiere jetzt mal was anderes aus. Und zwar. Nee, das bringt nichts. Ich kann. Ich krieg die Flagge doch, egal was ich mache, da nicht raus. Ja, das killt mich dann. Toll. Ich dachte, ich würde die Flagge da rauskriegen, aber es scheint für mich unmöglich. What? I don't understand. Das ist. Oh, mein Kopf. Ich verstehe es nicht. Es macht einfach. Keinen Sinn! Muss ich wieder nachschauen. Dieses ganze Level macht für mich einfach gar keinen Sinn. Nichts ergibt hier Sinn. Das ist unmöglich. Wie soll es möglich sein? Wie soll das möglich sein? Es muss irgendwas mit diesem And zu tun haben, habe ich das Gefühl. Das macht keinen Sinn, dass man es verschieben kann. Weil es bringt nichts, es zu verschieben. Das And und dann darunter das Pull. Das Pull kriege ich ja nicht raus. Das kriege ich ja nicht pullen hier. Ich kann hier nichts drücken oder sonst was. Dass das And da draußen ist, das macht mich nochmal verrückt. Wieso baue ich das nicht einfach rein? Warum tun die so, als könnte ich damit was anfangen? Aber ich kann damit doch nichts anfangen. I'm gonna lose my sanity. Ich will das End pullen. Vielleicht kann ich ein Hedge Stop End. Irgendwas, keine Ahnung. Mehr Spielraum für Experimente. Aber ich kann hier so gar nichts machen. Gar nichts! Was machen diese Kisten hier? Warum sind die hier? Wie sollen die mir helfen? Au! Gibt nichts. Aber auch wirklich gar nichts, was ich tun kann. Selbst wenn ich das hier versuchen wollen würde, aus irgendeinem Grund würde es nicht funktionieren, weil ich immer eins wegschieben würde. Immer eins weggeschoben. Cool, jetzt habe ich mich gesoftlockt. Immerhin mal was Neues. Immerhin mal was Neues. Unfassbar, ne? Das ist unfassbar. Nein! So, ich will alle vier nebeneinander haben. Und dann will ich das hier schieben? Aber warum? Warum funktioniert das? Brick ist doch immer noch Defeat. Brick ist. Ja! Wieso funktioniert das? Wenn ich einen davon weg tue. Water is hot. Brick is defeat.
macht ja immer noch keinen Sinn. Brick is defeat. Das Ding ist auf defeat. Ich bin nur noch mehr verwirrt. Was will ich denn hier überhaupt jetzt tun? Ist die Frage. Ja, das killt mich halt jetzt. Aha. Und dann? Fragt mich nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Verstanden habe ich es nicht. Und ja, theoretisch hätten wir jetzt diese Welt abgeschlossen. Aber theoretisch auch nicht. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier noch einige Level. Aber wirklich einiges auf uns. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss mich erstmal erholen. Von meinem kaputten Gehirn. Was zum Fick.